Nun, das kommt etwas auf das Segment des Rentenmarktes an. Für High-Yield-Anleihen sehen wir durchaus noch Chancen, auch teilweise für Fremdwährungsanleihen. Aber wenn wir uns den deutschen Staatsanleihemarkt zum Beispiel anschauen, mit den sehr niedrigen Renditen, die es hier auf Endfälligkeit gibt, dann macht das unseres Erachtens keinen Sinn, hier sich zu engagieren, weil eben die Renditen auf Endfälligkeit völlig unattraktiv sind. Möglicherweise gibt es weitere Kursgewinne in naher Zukunft, nämlich dann, wenn sichere Häfen gesucht sind, also wenn Anleger Gold kaufen oder eben sichere Staatsanleihen, dann kann das die Renditen weiter nach unten drücken und die Kurse der Renten entsprechend nach oben. Also dann kann es temporär eben zu Kursgewinnen kommen, aber auf Endfälligkeit betrachtet ist das Segment völlig unattraktiv. Das kommt sicherlich auf das Profil des Investors an und was er als Risiko definiert oder zu viel Risiko definiert. Wir sind zumindest der Meinung, dass das Risiko im Rentenmarkt nicht mehr ausreichend vergütet wird durch die Rendite, die es bis auf Endfälligkeit zu verdienen gibt. Ganz im Gegenteil, unseres Erachtens gibt es zu wenig Rendite für dieses Risiko. Da sehen wir mehr Chance und ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bei anderen Asset-Klassen, zum Beispiel bei Aktien, zum Beispiel auch in anderen Währungen, aber gerade im deutschen Staatsanleihebereich wird das Risiko unseres Erachtens nicht ausreichend vergütet. Denn man muss ja auch sehen, neben dem Ausfallrisiko, also dem Bonitätsrisiko im Rentenbereich, besteht ja ein gewisses Zinsänderungsrisiko. Das heißt, wenn die Zinsen wieder steigen sollten, dann fallen im Umkehrschluss die Rentenkurse, die Kurse der Rentenpapiere. Und dann habe ich zumindest temporär erst einmal Verluste und das sollte ein Investor auch berücksichtigen. Grundsätzlich versuchen wir, Staatsanleihen zu meiden, vor allem die niedrig verzinslichen deutschen Staatsanleihen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Allokation. Und daneben versuchen wir, Alternativen einzusetzen, Alternativen zu klassischen Renten. Das ist zum einen der High-Yield-Bereich, das sind Fremdwährungsthemen, das sind Renten aus Emerging Markets. Aber wir finden auch Themen wie zum Beispiel Katastrophenanleihen interessant oder Mikrofinanz.